Herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed und wir befinden uns in Gizeh bei den großen Pyramiden. Und wir haben ja in der letzten Folge versucht, den Papyrus zu entdecken, also den Schatz. Und da waren wir hier auf der kleinen Pyramide und haben da das Fragezeichen nicht gesehen. Ach, Mann, Mann, Mann. Aber erstmal müssen wir hier diese Schnellreise aktivieren. Also begeben wir uns mal auf die große Pyramide. Und finden da wahrscheinlich die ganzen Händler irgendwo. Noch haben wir sie ja nicht entdeckt, einfach so. Und dann verkaufen wir erstmal wieder ein bisschen Plunder. Und auch die Waffen verkaufe ich ja jetzt immer alle. Also nach Möglichkeit. Manchmal da zerlegen wir sie auch. Dann wollen wir mal den Aufstieg wagen. Auf die Cheops wahrscheinlich. Komm. Und hier rüber. Ja, und halte dich fest. Ja. Okay, ein bisschen kann er. Ja. Gehen wir mal hier rüber. Da ist ein schöner großer Riss. Hier rüber. Nein! Halt dich fest! Oh. Springt der einfach darunter. Okay, hier der Weg sieht ganz gut aus. Bisschen nach rechts. Was hier rüber? Ja, und darüber. Oder gehen wir erstmal nach rechts. Geht das nach rechts? Nee. Muss ich springen, okay. Ja. Und hier rein. Komm, geh hier rein. Cool. Oh, das sah gut aus gerade eben. Ah, wir sind schon ganz schön hoch da drauf. Na los, noch ein Stück. Schaffst auch du. Ich würde gern da oben dieses Lineal ausblenden, also diese. Aber warum das immer kommt, ich verstehe das nicht. Der Controller ist die ganze Zeit an. Die Akkus sind voll. Und er macht so einen Quatsch. Vielleicht wechsle ich den mal aus. Na los, komm. Es wird schon ganz schön hoch. Und Wind geht hier oben. Ja. Okay, wir gehen mal hier rüber. Halt dich fest. Ja. Hoch mit dir. Und hier rüber. Ja. Jetzt gehen wir wieder hier rüber. Und wieder ein Stück höher. Und gehen wir nochmal rüber. Wenn wir jetzt hier abstürzen, das wollen wir nicht. Und jetzt hoch. Jawohl, das sieht gut aus. Hier oben mache ich auf jeden Fall, denke ich mal, den Fotomodus an. Nicht eher zum Abspeichern, aber vielleicht als Bild nutzen für die aktuelle Folge. Mal sehen. Na los, komm schon. Es klingt so, als wenn die aus Metall wäre, die Spitze. Da geht noch ein Stück höher. Jawohl. Oh. Synchro on. Hammer. Oh, das ging aber jetzt schnell. Halte B. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Hä? Was denn für ein Lager? Okay, ja, in der Pyramide sind Schätze. Das hatte ich mir fast gedacht. Ich glaube, da ist ja auch ein Quest. Hallo, da ist ja noch mehr. Was ist denn hier alles zu holen? Na. Oh, die Pyramide. Da ist der Eingang. Ich glaube, wenn wir jetzt die Pyramide machen, da brauchen wir ewig. Aha. Das Lager hat er gemeint. Okay. Na, interessant. Trotzdem. Auf welcher Seite war das? Hier unten. Hallo. Einfach nur B drücken. Cool.
Wir sliden mal hier rüber, dass die uns nicht gleich... Das scheint nicht zu funktionieren, ne. Was sind die Jenen, wa? Okay, das ist gut, das trifft sich gut. Okay, da ist der geheime Eingang. Okay, da sind gar keine Banditos. Das sind alles Hyänen. Und Schlangen? Nee, Geier? Nee, doch Hyänen. Ja. Alles Hyänen. Ja. Naja, ich würde mal sagen, wenn wir schon hier sind, ist noch die Frage, wo der Eingang ist. Zeig mir nochmal den Eingang. Vielleicht ist doch der Eingang, muss ich den zerschlagen oder so. Mal sehen. Ja, ja. Aua. Okay, doch. Und jetzt, ha? Geht's hier rein, oder? Nee, da ist der Eingang. Ich sehe dich, Eingang. Ich könnte dich mal markieren, irgendwie. Nee, das geht jetzt nicht. Hier kann ich dich markieren. Alles klar. Aha, ja, das war aber echt schwer. Neuer Ort entdeckt. Grabmal von Cheops. Siehste? Die große Pyramide. Findet die antike Tafel. Ich sehe nichts, Freunde. Ach ja, Fackel. Natürlich Fackel. Ist doch klar. Wir machen mal hier diesen. Oh, das klang nicht. Du kannst dich durch diese Spalte zwängen. Na, das ist ja großartig. Dann zwäng dich mal, Junge. Ich mache. Ob das so gut war, weiß ich nicht. Aber wir werden bestimmt auf jeden Fall... Hallo? Aha. Und der andere Weg, also wenn wir nicht durch diese Spalte gegangen wären, da war ja auch noch ein Weg. Den müssen wir dann auch nochmal ausprobieren. Oder gehen wir jetzt hier wieder zurück? Ja, wir sind hier wieder... Nee, da müssen wir nochmal rein. Da haben wir was übersehen. So eine Karte von der inneren Pyramide. Was war das für ein Symbol? Grabmal von Cheops. Okay. War da wirklich eine Sackgasse? Hier geht's hoch. Ah, hier geht's nochmal runter. Gucken wir nochmal hoch. Ja, okay, dann geht's hier wieder runter. Alles klar. Hier ist nix. Ah, ein erster Schatz. Das ist alles Plunderer. Ein zweiter Schatz. Oh, hier sind noch ein paar Schätze mehr. Ist noch einer. Sonst ist ja nichts. Dann geht's in die Tiefe, würde ich mal sagen. Oder hier ging's doch mal unten. Ja. Ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Ah, Mann. Und der sich nicht mal irgendwo festhält. Versteht man nicht.
kann man nicht verstehen. Wo mag das hinführen? An dieser Tür ist eine Falle angebracht. Hier führt kein Weg hindurch. Was? Das ist aber... Ja. Bin ich da jetzt für umsonst hier reingesprungen? Na los, komm schon. Du schaffst es auch mit der Fackel, großer Junge. Ja. Ich glaube jetzt nicht wieder. Ist die Frage, kommen wir hierher? Ja, hier kommen wir her. Vielleicht ist das dann der Ausgang. Ah, das kann vielleicht sein. Hier kommen wir dann vielleicht wieder raus. Weil wir keine andere Wahl haben oder so. Hier war wieder, ja, nix. Dann müssen wir nochmal zurück. Und nutzen jetzt den anderen Weg. Ich würde mal denken, das ist dann später der Ausgang. Und die Falle können wir dann vielleicht von der anderen Seite deaktivieren. Ich hoffe, dass es so ist. Kann ich die anzünden eigentlich? Ja! Hätte ich das mal mit den anderen auch gemacht. Ich habe ein bisschen... Respekt vor der Pyramide. Ist ganz schön groß. Gehen wir mal da. Du kannst ja enge, schmale Räume betreten, wenn du dich duckst. Aber halt, hier ist was. Zum Anzünden. Na, Zünder. Ist auf der anderen Seite auch eins. Ja, cool. Zünde schon, Junge, jawohl. Wir machen mal hier diesen. Aber was bringt das hier, da hochzugehen? Doch, es bringt was. Zünd mal an. Da ist die andere Seite auch, komm. Sieht man die da unten? Ja. Na los, bück dich, Junge. Da ist ein Hinweis. Krieche! Krieche, krieche. Lass uns nochmal hier. Was ist da eine Flamme? Es gibt einen einfachen Menschen namens Didi. Er wohnt in Jetsnofru. Ein einfacher Bürger von 110 Jahren. Er verzehrt täglich 500 Brote, die Hälfte eines Rindes, und er trinkt 100 Krüge Bier. Er weiß, wie ihn abgetrennte Köpfe wieder annäht. Er kann einen Löwen so gehorsam machen, dass er hinter ihm hergeht, während der Strick auf dem Boden schleift. Er kennt die Anzahl der Räume im Heiligtum des Tod. Das könnte natürlich irgendein Quest sein. Ja, da habe ich schon gesehen. Was ist denn das, was wir bekommen haben? Das gucke ich mir jetzt mal an. Den Plunder. Wenn das... Nee, das war kein Plunder. Brandbombe, Nebelwand. Was haben wir denn jetzt bekommen? Das waren so... Kieselglas. Ach, Kohlenstoffkristall. Ja, das ist wertvoll für das Upgraden meiner Waffen. Meiner Rüstungen. Aber... Ich sehe das nicht. Schade. Echt schade. Wir waren irgendwo... Ja, machen wir mal an hier. Ach ja, das hatten wir schon. Ja, die Skarabäen sind bestimmt hier. Ja. Also der geheime Eingang oder Ausgang. Zeig mal her.
Schätze. Durchbricht das Siegel. Oh. Bist du brutal, Junge. Macht da hier alles kaputt. Na, nimm doch mal die Fackel wieder. Hallo. Ich hätte auch hier... Der Leichtsinnige, der den Wüstensand entfesselt, wird von der trockenen Tiefe verschluckt. Ja. Hier kann ich auch. Ah. Da ist irgendein... Ah, der Sand. Da habe ich jetzt einen Mechanismus in Gang gesetzt. Aber was für ein... ist die Frage. Okay, wahrscheinlich war da oben vorher zu, ja. Hm. Da war bestimmt... Ist das die Wand? Nee. Das ist die Wand, die Tafel da unten. Ein Schatz. Ich weiß immer noch nicht, was diese Flamme da für ein Schatz ist. Oh, ein Kohlenstoffkristall. Sehr gut. Und wieder ein Hammer. Interagieren. Chnum Chufu, Sohn von Snofru und Königin Heteferes, die Erste, Bringer des Lichts, der Safrangekleidete, der Geliebte der goldenen Kugel und der silbernen Sonne. Los, lass uns jetzt die Tafel erkunden. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Das. Ein Fähigkeitspunkt. Aber ich weiß noch nicht so recht, für was ich den aufbrauchen werde. Ja, Schwebemodus. Hier kommen wir auch schon rein. Bevor du nachladen musst. Raubtierfall. Schuss auf. Halte RT gedrückt, um deinen Schuss aufzuladen und die gegnerische Schildabwehr zu durchbrechen. Okay. Und die Streuzone zu verkleinern. Halte, das machen wir mal. Egal. Wir machen das mal. Halte RT gedrückt, um einen Schuss aufzuladen. Nee, du sollst den nicht wegwerfen. Oh. Geht natürlich nicht, wenn er die Fackel in der Hand trägt. Okay, dann zünden wir uns halt eine neue an. Was ist hier? O König, du bist dieser große Stern, der Gefährte des Orion, der gemeinsam mit Orion den Himmel überquert, der mit Osiris durch die Duat reist. Du steigst am Osthimmel auf und wirst erneuert, wenn deine Zeit gekommen ist. Ist hier auf der anderen Seite auch was? Nicht? Bist du denn drauf? Kommen wir hier irgendwie hoch? Nee. Und hier unten kommen wir dann nicht weiter, oder? Ah, doch, hier. Nee. Ja, bück dich doch. Warum willst du denn jetzt hier nicht raus, doch? Na los. Das könnte jetzt eventuell... Ach nee, wir sind ja hochgegangen. Ach, du Heiland. Gucken wir erstmal hier wieder. Auf der anderen Seite war was, ja. Hier. Ich weiß nicht, was das ist. Plus eins... Ein Kristall. Dann ist das doch vielleicht hier der Kieselglas, das Kieselglas. Ja, das wird es vielleicht sein. Es sah in dem Symbol zwar ein bisschen anders aus, aber das wird es wahrscheinlich sein.
Hä? Noch nicht wegen dem einen Kieselglas hier rein. Ernsthaft? Nee, ne, oder? Das gibt's doch nicht jetzt. Wegen dem einen Kieselglas. Hm, naja, gut. Kieselglas haben oder nicht haben? Das ist hier die Frage. Brauche ich dann bestimmt für die letzten... die letzten paar Aufwertungen. Los, komm. Na, dann gehen wir wieder raus. Wenn wir es schaffen. Wenn wir es schaffen. Suchen mal den Ausgang. Also, wir müssen ja erst noch... Wir sind ja die ganze Zeit hochgeklettert. Wir müssen ja erst noch unten rein. Da... Na? Hier ist nichts rein. Oh, doch, da ist was. Ein bisschen was übersehen. Die Frage. Und da drüben war ja auch irgend so ein Symbol. Geht's hier noch mal weiter? Ah. Wisset, dass Kade an diesem prächtigen Gebäude gearbeitet hat, bis er starb. Er war ein Steinmetz. Ja, Kade, das hast du gut gemacht. Also schon sehr groß, die Pyramide. Und wir sind noch lange nicht... Ich weiß auch nicht, weil hier mit den Spinnweben, es kommt mir nicht so vor, als wenn man... Als wenn wir hier schon mal lang gegangen sind. Haben wir uns vielleicht verlaufen? Ich hoffe nicht. Ja, du kannst doch mal aufstehen wieder. Aber da unten ist was. Also wir waren hier noch nicht. Hä? Ja, schön. Wir haben da einen Ausgang gefunden. Nee, ich wollte das nicht. Ich wollte hier. Aber auf der völlig anderen Seite. Ja, wir gehen nochmal rein. Mal sehen. Vielleicht müssen wir auch da wieder... Na? Sag bloß, ich komme hier nicht mehr hoch. Vielleicht kann ich da hochspringen, oder mal? Und jetzt springen. Ah, nee, er will nicht. Na gut, dann kann natürlich sein, dass wir da wieder raus müssen. Der Eingang. Ah, da auf der anderen Seite. Weil nach unten müssen wir ja nochmal. Wir sind ja bis jetzt noch hochgeklettert, aber nach unten waren wir noch nicht. Alles klar. Da müssen wir nochmal rein. Das hilft alles nicht. Weil da ging es ja noch nach unten. Ich hoffe, dass ich mich nicht getäuscht habe. Die ist aber auch groß. Die ist echt groß. Na los, komm schon. Wobei, wir haben ja hier... Nee, ich wollte es sehen nur. Da ist der Eingang. Das ist aber nicht in der Pyramide, oder? Ich muss da nochmal gucken, ob es da wirklich nicht... Ist hier rein? Ja.
Also, den Weg kennen wir ja schon. Und auch hier unten mit dieser Falle, da waren wir ja auch noch nicht. Bei dieser Spalte. Wir gehen jetzt mal hier wieder weiter. Dann kommt irgendwann die lange Rampe nach oben. Und hier unten, da waren wir noch nicht. Na los, bück dich. Und dann kletter hier mal durch, ja. Und dann geht es bestimmt noch tiefer rein. Ja, es ist etwas beklemmend, aber du schaffst das schon. Und ich würde die Fackel noch ein Stückchen weiter nach vorne halten, aber... Aber... Das interessiert ihn nicht. Ein Schatz. Ein Jagdbogen. Jawohl. Na, nimm schon. So, zeig mal hier. Harpy mit dem Pavian-Kopf. Duamutef mit dem Schakalkopf. Amset in Menschengestalt. Kebeksenuf, der Falke. Was der strahlende und in Azu gekleidete Cheops braucht, um in die Duat einzugehen, wird von den vier Horus-Söhnen bewacht. Nephthys beschützt seine Lunge, Neid seinen Magen, Isis seine Leber und Selket das Gedärm. Ich glaube, hier haben auch sehr viele Historiker dran gearbeitet. Möge dein Vater, Cheops, der Gerechte. Es ist auch die Frage, spricht man es Cheops, Cheops oder Cheops aus? Der Gerechte dich begünstigen. Möge er deine Stellung unter den Ältesten befördern. Möge dein Geist sich gegen deinen Feind behaupten. Und möge deine Seele die Pfade zum Portal dessen kennen, der die Toten schützt. Aber ist hier sonst noch was? Ach. Nee. Kann zwar hier... Nee. Komm ich hier nicht rein? Ah, das ist natürlich... ich habe Karte gedrückt, aber... Okay, jetzt... Ach, die Fackel ist aus, deswegen... Ja, das haben wir gelesen. Da ist sonst nichts. Ich würde schon gerne hier rein wollen. Gucken wir nochmal, ob das... Nee. Ich glaube, so ein Quest... Quest, Pyramidenquest gab es doch auch. Die Geheimnisse der ersten Pyramide. Finde den Gelehrten Merkes. Mal gucken, wo das ist. Nee, das ist hier unten. Okay. Nee. Die machen wir wieder weg. Aber wenn wir die verfolgen, welches Level war das? 23. Dann kommen wir bestimmt nochmal hier rein in die Pyramide. Ich schätze schon. Ich gehe aber jetzt doch noch einmal da runter, wo die Falle war. Vielleicht ist die ja jetzt verschwunden. Dadurch, dass wir die Mechanismen ausgelöst haben. Also wir kommen hier nochmal rein, wenn wir dieses Quest starten, schätze ich mal. So, da oben warmer. Hä, wieso sind die Lichter aus? Können doch nicht schon weggebrannt sein. Na, zünde. Das gibt's doch nicht. Ist tatsächlich ausgegangen. Hier kann ich nicht rutschen. Oh, hier kann ich nicht rutschen. Schande. Naja, gut, raus. Raus, raus, raus. Hier ging's. Wo ging's denn hier hin? Da brennt das Ding.
Hier ist der Ausgang wieder, oder ist das ein anderer Ausgang? Nö, das ist der Ausgang wieder mit jenen. Ja. Na gut, haben wir die Pyramide erkundet. Es war gut. Was dein ist, ist mein. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Ist das die Idee, hier hochzuklettern? Nee, das ist die andere Pyramide. Keine gute Idee. Okay. Wir gucken nochmal kurz rein in die Quests. Machen nach Entfernung oder nach Stufe? Nach Stufe. Die Poeten. Ne? Hochburg. Mal gucken, wo die Quest überhaupt ist. Wir müssen die Poeten noch machen. Das machen wir nächste Folge und ich reise jetzt schon mal hierher. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst, wenn wir hier... Wir müssen doch die Rache der Poeten machen. Was denn da los? Also Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald bei Assassin's Creed. Dankeschön und ciao.